Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen kein Konjunkturprogramm für Drogendealer. Cannabis gehört weiterhin verboten, weil es der Gesundheit schadet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielen Dank für den Support in der letzten Zeit, der einfach nur unglaublich ist. Ja, in der letzten Bundestagsdebatte haben wir uns einige seltsame Aussagen der CDU anhören müssen. Erstens Prävention, zweitens Beratung und Hilfe, drittens Schadensminimierung und Schadensreduzierung und viertens auch die Strafverfolgung. Durch vermehrte Aufklärung über die Gefahren des Suchtmittel- und Drogenkonsums können wir erreichen, dass es gar nicht zuerst zu einem gesundheitsschädlichen Konsum oder sogar zu Abhängigkeit kommt. Ja, und dabei haben wir uns eigentlich nur die Aussagen von Stefan Pilsinger angesehen, da er schon ausgesagt hatte, dass die CDU den Antrag der Grünen ablehnt. Jedoch kamen aber danach noch zwei Redner in Form von Alexander Kraus, über den ich im Übrigen auch schon ein Video gebracht habe, und Christian Plus, über den wir bisher noch nichts wissen, dessen Aussagen wir uns heute auch nochmal ansehen. Also würde ich sagen, dass wir gar nicht mehr groß drum herum reden und direkt mal zu den Aussagen der beiden zum Cannabiskontrollantrag der Grünen kommen. Den Anfang machten jedenfalls die Aussagen von Alexander Kraus, der direkt mal wieder mit Argumenten und Zahlen kommt, bei dessen genaueren Betrachtung man sich nur an den Kopf fassen kann. Wissenschaftlich steht außer Frage, Cannabis ist schädlich für die Gesundheit. Das ist eigentlich banal auszusprechen, aber man muss das leider in dieser Debatte machen, weil das offensichtlich noch nicht bei allen angekommen ist. Je früher, nein, haben Sie nicht. Je früher, häufiger und intensiver Cannabis konsumiert wird, desto höher ist die Gefahr von Depressionen, Psychosen, der Schädigung der Gedächtnisleistung und mitunter Cannabis ist auch ein Einstieg in eine Drogenkarriere. Ja, und da ist es auch schon, das ewige Argument der CDU und CSU-Fraktion, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sei, was jedoch in der Wirklichkeit schon seit Ewigkeiten widerlegt wurde und weshalb Nima Movasat auch erstmal dazwischenrufen musste, da er solche Aussagen, die immer noch 2020 von Politikern wie Alexander Kraus kommen, absolut nicht nachvollziehen kann, weshalb er ihn auch noch später im Verlauf des Videos in Form einer Zwischenfrage aufklären wird. Aber weiter geht es dann jedenfalls mit diesen Aussagen hier. Die Bundesärztekammer sagte uns, die Zahl der Konsumenten würde steigen, wenn wir diese Anträge annehmen würden. Es gäbe mehr medizinischen Behandlungsbedarf. Und weil die Grünen gesagt haben, man möge mal über den Tellerrand Deutschlands schauen, die Ärztekammer hat das gemacht und hat nach Colorado geschaut. Und dort ist nach der Legalisierung innerhalb von 2 Jahren die Zahl der behandlungsfähigen, der behandlungsbedürftigen Fälle hat sich fast verdoppelt. Die Zahl der Behandlungsfälle im Krankenhaus hat sich fast verdoppelt durch ihre, was sie vorhaben, Drogenpolitik, die dazu führt, dass wesentlich mehr Menschen erkranken. Deswegen meine Bitte, hören Sie auf den medizinischen Sachverstand und hören Sie nicht auf die Drogendealer. Puh, also die Behauptung, dass der Cannabiskonsum in den USA angestiegen ist, seit es legal ist, stimmt so schon mal nicht. Denn wie uns die Zahlen aus den USA zeigen, ist der Konsum nach der Legalisierung ungefähr gleich geblieben. Warum man hier also versucht, die Zahlen zu verdrehen, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und das vor allem, wenn man mit der eigenen Verbotspolitik schlechter fährt, so wie wir zum Beispiel an dieser Statistik hier erkennen können. Aber machen wir mal weiter mit den nächsten Aussagen. Jetzt haben wir die Argumente gehört, alle kiffen doch. Das mag jetzt, wenn man sagt, also es gibt ja, überall wird ja gekifft, an jeder Ecke gibt es was, das mag für die Parteijugend der Linken und der Grünen der Regelfall sein, aber ich kann mal sagen, für die Mehrzahl der jungen Leute in diesem Land ist es das nicht. 9 von 10 der Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren haben mit Cannabis nichts am Hut. Die wissen, dass man die Hände von den Drogen lässt. Also 9 von 10, die große Zahl der jungen Menschen, ist vernünftig. Und ich bin dankbar dafür, dass die klüger sind als manche hier im Haus. Also erstmal gesagt, dass 9 von 10 Jugendlichen die Finger von Cannabis lassen, finde ich ja ehrlich gesagt ziemlich gut. Was jedoch aber meiner Ansicht nach das Problem ist, ist der eine Jugendliche, der dann tatsächlich das Zeug vom Schwarzmarkt bekommt und sich im schlimmsten Fall sogar noch mit Streckmittel vergiftet. Was hingegen bei legalen Drogen wie Alkohol nicht der Fall sein kann, da sie gesetzlich kontrolliert und nur an Volljährige abgegeben werden. Warum hier also nicht ein Weg gefolgt werden sollte, der ja schon erfolgreich ist, wie zum Beispiel ja auch die abnehmenden Zahlen von Alkohol- und Zigarettenkonsumenten zeigen, verstehe ich hier auch mal wieder nicht. Aber was ihr davon haltet, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Weiter geht es dann jedenfalls auch schon mit der Zwischenfrage von Nima Movasat, in der er nochmal klarstellt, dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist. Ein Verbot ist auch ein Stoppzeichen für junge Leute, dass sie wissen, das macht man nicht, das schädigt die Gesundheit. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, bitteschön. Herr Kollege Kraus, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen.
Sie haben jetzt viele Punkte gesagt, wo ich was zu sagen könnte. Einen Punkt kann ich hier wirklich nicht stehen lassen, weil er einfach wissenschaftlich falsch ist. Sie haben behauptet, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Und das ist wissenschaftlich vielfältig widerlegt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung von 1994 zu Cannabis gesagt, dass die These der Einstiegsdroge überwiegend abgelehnt wird in der wissenschaftlichen Fachwelt. Die Studie von Dr. Dieter Kleiber, der damalige Bundesgesundheitsminister Seehofer, CSU, in Auftrag gegeben hat, kam 1998 zum Schluss, dass die These, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, um sozusagen auf härtere Drogen wie auf Heroin umzusteigen, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht haltbar ist. Also sind Sie bereit, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zumindest mal Erkenntnisse zur Kenntnis zu nehmen, oder wollen Sie weiterhin irgendwelchen Unsinn hier erzählen? Wollen Sie diese Erkenntnisse nicht mal zur Kenntnis nehmen? Was ein genialer Spruch. Aber wie offen Alexander Kraus diesen Erkenntnissen gegenübersteht, sehen wir schon in den nächsten 10. Ich unterhalte mich sehr gern mit auch Wissenschaftlern, weil sie auch ein Studium haben, mit den Leuten, die in den Drogenkliniken arbeiten. Und das kann ich jedem von Ihnen nur empfehlen. Fragen Sie die mal, wo die Drogenkarrieren begonnen haben, wenn Sie mit den Leuten sprechen, die dann diese Menschen vor sich haben, die also dann einen 28-Jährigen haben oder einen 30-Jährigen haben, verhilft. Also schauen Sie sich die Realität an, schauen Sie sich die Lebensläufe von diesen Drogenkranken an, gehen Sie bitte mal in die Drogenkliniken, dort werden Sie haufenweise solche Fälle finden, wo Cannabis die Einstiegsdroge war. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen kein Konjunkturprogramm für Drogendealer. Cannabis gehört weiterhin verboten, weil es der Gesundheit schadet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Puh, also das ging ja mal nach hinten los. Also bleibt eigentlich nur festzuhalten, dass sich Alexander Kraus immer noch allen wissenschaftlichen Erkenntnissen sträubt und dabei sogar noch versucht, die Einstiegsdrogentheorie wieder aufleben zu lassen. Aber weiter geht es dann jetzt auch schon mit dem nächsten CDU-Kandidaten Christoph Ploß, der dann auch nochmal die ein oder andere Theorie oder These in den Raum wirft. Oktober 2020 in Deutschland. Corona-Pandemie erreicht ihren Höhepunkt. Wir haben so viele Neuinfektionen wie noch nie. Viele Unternehmer fragen sich, wie geht es weiter unseren Firmen? Viele Arbeitnehmer fragen sich, ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Viele Solo-Selbstständige, wie sieht meine Zukunft aus? Und was macht die Partei Die Linke? Sie sagt, das wichtigste Thema, das ist in diesen Tagen die Gleichstellung von Cannabis-konsumierenden Autofahrerinnen und Autofahrern, meine Damen und Herren. Also da muss ich mir aber mal ganz schnell an den Kopf fassen. Also klar haben wir gerade eine schwere Lage, aber Die Linke hat es sich sicher nicht extra ausgesucht, dass der Antrag erst jetzt besprochen wird, sondern hat einfach nur die Chance genutzt, die ihnen geblieben sind. Zudem finde ich es auch ein wenig fragwürdig, etwas, das wirklich schlimm ist, über etwas zu stellen, das halt auch schlimm ist. Denn auch wenn es gerade vielleicht weniger dringend ist, werden immer noch Tausende von Konsumenten zu Unrecht bestraft. Dafür dann mal eine Stunde Debatte zu nutzen, während man über das andere Thema schon das ganze Jahr spricht, ist dann doch meiner Ansicht nach nicht zu viel verlangt. Aber machen wir weiter mit der nächsten Szene. Cannabis sollte legalisiert werden. Ist alles nicht so schlimm. Wir hören gerade bei Ihnen, bei den Linken heraus, dass man sogar sagen kann, ach, soll im Straßenverkehr nicht zu hart kontrolliert werden. Das ist, lieber Kollege, jetzt bin ich da. Das ist alles nicht so schlimm. Und vielleicht kann man auch in Zukunft noch mal einen Joint rauchen, bevor man sich ins Auto setzt. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lenk. Lass ich jetzt nicht zu. Ja, nach dieser Behauptung lässt er natürlich keine Zwischenfrage zu. Denn natürlich geht es den Linken nicht darum, dass man noch Auto fahren darf, wenn man kurz davor einen geraucht hat, sondern dass es einfach angepasst wird, so dass es auch fair gegenüber den Konsumenten ist. Worunter unter anderem auch Menschen sind, die Cannabis einfach medizinisch nutzen und halt keine 2 Wochen warten können, bis die aktuellen Tests, die viel zu radikal sind, nicht mehr anschlagen. Viele meiner Vorredner, die haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, welche Folgen ein Cannabiskonsum hat. Psychosen, die Leistungsfähigkeit des Gehirns nimmt ab und lässt nach, häufig irreparable Schäden. Wenn jemand Cannabis konsumiert, dann wird er möglicherweise dauerhaft abhängig und es ist der Einstieg in das harte Drogengeschäft. Wir haben dankenswerterweise dank der Initiativen, gerade auch hier aus der Unionsfraktion, seit Jahren eine sinkende Zahl an Verkehrstoten.
3.000 im Jahr 2019. Das sind immer noch 3.000 zu viel. Und wir wollen diese Zahl weiter reduzieren und die Vision Zero erreichen. Aber das werden wir doch nicht mit Ihren Anträgen schaffen und indem man sagt, ach, wenn man vielleicht mal Bier trinken kann und Auto fahren kann, dann soll man noch ein Joint rauchen. Diese Logik erschließt sich mir nicht. Und dann, meine Damen und Herren, möchte ich noch mal für einen Weg werben, den Daniela Ludwig als Drogenbeauftragte in den vergangenen Monaten auch aufgezeigt hat. Nämlich, dass es viel besser ist, über Prävention den Menschen zu zeigen, welche Folgen hat der Cannabiskonsum. Und deswegen kann ich auch nur die Kampagnen, die da in den vergangenen Wochen von Daniela Ludwig gestartet wurden, mit Nachdruck unterstützen. Deswegen, zusammengefasst, werden wir Ihre Anträge auch ablehnen. Wir werden nicht den Weg der Legalisierung gehen, denn er bedeutet unsägliches Leid. Er bedeutet, dass es zu Abhängigkeiten kommt, dass es Therapien gibt, dass viele Menschen darunter leiden. Und wir werden stattdessen den Weg der Prävention einschlagen, denn der ist der deutlich bessere. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Puh, ja, und das waren dann auch die letzten Aussagen von Christoph Ploß, der genauso eingestellt zu sein scheint, wie auch die restlichen Politiker seiner Fraktion, die etwas zu den Anträgen der Grünen, aber auch der Linken gesagt haben. Was ihr jedenfalls von den ganzen Argumenten und Thesen haltet, könnt ihr mich wie immer gerne in Kommentarform wissen lassen, aber mir auch über meinen Instagram-Account folgen und schreiben, wenn ihr mir eine persönliche Nachricht schicken wollt oder einfach auf den Laufenden bleiben wollt, was den YouTube-Kanal angeht. Über alle weiteren Neuigkeiten, was die Legalisierung angeht, werde ich euch natürlich hier auf dem Kanal weiterhin auf den Laufenden halten. Und zum Ende hin möchte ich mich natürlich wie immer dafür bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt und immer so fleißig dabei seid. Also nochmal vielen Dank für euren Support. Und ja, falls ihr Lust habt, dann könnt ihr ja noch in die Videos sehen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Also mich würde es jedenfalls freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ja, habt noch eine schöne Woche. Ach ja, und zu guter Letzt nochmal viele Grüße an Felix Lenz, der schon seit Ewigkeiten dabei ist und meine Videos verfolgt und sich einfach mal gewünscht hat, gegrüßt zu werden.